Wir haben vor einem Jahr eine Erdbohrung gemacht, also wir heizen mit Erdwärme und sind super zufrieden. Ja, ich habe zu Hause ein E-Auto und eine Photovoltaikanlage dazu. So I really got in the habit of being really vigilant on recycling. I use bicycles sometimes. Allgemein Fernwärme im Haus. So at home I have a smart meter and also an app that controls my thermostat, which tells me my energy usage. Grüner Wasserstoff und grüne Dächer. Ich würde mir wünschen, dass es für das E-Auto größere Reichweiten gibt. Eigentlich was, um Energie speichern zu können und um sie anders herzustellen. Also ich stelle mir Farbe vor, wie man Häuser streicht oder die Hochhäuser, alle aus Glas. Gibt es da nichts, dass man durch die Sonneneinstrahlung dort Energie gewinnen kann und die dann noch speichern, um sie auch im Winter abrufen zu können? Das wäre top. Wenn Innenstadtbereiche der Kern wenigstens für normale Autofahrer oder mal eben seine Frau wegbringen, nicht mehr von Autos befahren werden würden. Ein bisschen mehr in den Zugbau investieren, vielleicht Richtung Schwebebahnen, wie wir sie beim Transrapid schon hatten. Ja, es fehlt an Großspeicheranlagen. Wir sind momentan noch nicht in der Lage, im industriellen Maßstab entsprechende Energie über Speicher bereitzustellen. Und solange wir das nicht haben, müssen wir eben schauen, dass wir mit den Alternativen das Ganze überbrücken. Cars are so important in the US that I'd really like to see electric technology developed even more. Also die Bank könnte mir Beratung geben. Es gibt heute so viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man tun kann und Alternativen. Und als Konsument weiß man eigentlich nicht, was ist das Richtige, was ist zukunftsorientiert. Und da eine Beratung, wo man das Gefühl hat, die ist nicht bias. Also das wäre gut. Dass ihr vielleicht risikofreudigere Investitionen tätigt und nicht nur altgebackene Technologien unterstützt, sondern vielleicht eher Richtung Innovation steuert. Ja, die Bank wäre ein optimaler Wagniskapitalgeber, wenn sie nämlich in diese Technologien mit investiert. Es sind durchaus Firmen da, die die entsprechenden Technologien haben. Aber wir brauchen natürlich auch finanzstarke Partner an unserer Seite, die bei diesen Themen mitgehen.